Ja, bei uns im Studio zu Gast Hartmut Becker. Und er kann uns jetzt eine ganze Menge darüber erzählen, was er mit Sigurd und mit Hans-Rudolf Wäscher so alles vorhat, vor allen Dingen für das junge Publikum. Hartmut, der Hans-Rudolf Wäscher, der wird ja ganz gerne in die Nostalgie-Ecke, ich will jetzt nicht sagen abgedrängt, aber ja, man könnte es so sagen. Ja, er ist in der Nostalgie-Ecke sehr gefeiert worden, die letzten 30 Jahre, aber wir haben festgestellt, allein schon durch dieses Buch, was wir über ihn, das Gesamtwerk, was wir über ihn gemacht haben, dass also ein umfassendes Interesse an seiner Person besteht und vor allen Dingen an seinen Geschichten, denn er ist ein sehr, sehr guter Geschichtenerzähler, was bedeutet, dass man also die Werke, die er gemacht hat, die auch in dem Buch, das Buch ist, heißt Der Allmächtige, und du kennst es sicherlich, da sind also alle Serien, die er verarbeitet hat, also nochmal beschrieben. Und dann haben wir festgestellt, dass er noch ein reges Interesse daran ist, dass man das kompakt nochmal lesen kann. Das hat teilweise sein Verleger vorher gemacht, der Norbert Hethke Verlag. Und, aber der hat das eben halt in Buchform rausgegeben. Und da gibt es immer diese 50 Bände Sigurd oder die 25 Bände Falk. Und wir sind dabei, den also auch digital zu bearbeiten jetzt und als E-Books zugänglich zu machen. Wir haben angefangen mit Sigurd, mit der dritten Serie, also mit dem etwas moderneren Sigurd, und haben die ersten 100 Piccolo-Hefte seit einem Jahr etwa drinstehen über Apple, also bei Apple drinstehen, und ist auch mit einer eigenen App, kann man sich das hochladen. Und wir sind also erstaunt über den Erfolg, den allein diese kleine Serie hat, und sind jetzt auch seit dieser Zeit auch dran, die anderen drei Piccolo-Serien, die wo Hans-Rudi Wäscher eben eine sehr große und sehr feine Erzähltechnik drin hat, eben auch digital zu bearbeiten. Mhm. Gerade erschienen ist Sigurd auch auf Android, also man kann es auch auf Android jetzt runterladen, für die Android-Smartphones, und wir wollen sehen, dass es da weitergeht. Der nächste Schritt sind natürlich dann die Großbände, und aber peu à peu. Ne? Mhm. Was mich nur erstaunt, denn die Nostalgie-Fans, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da so viele ein Smartphone oder auch ein iPad haben. Das scheinen also dann schon jüngere Leute zu sein. Das sind jüngere Leute. Das ist also gut, das sind die kleinen Piccolo-Heftchen, wie wir die als Kinder damals, also auch in den 50er Jahren, unter der Schulbank gelesen haben. Damals kosteten die 20 Pfennig, sich das runterzuladen. Ein Piccolo-Heft kostet 79 Cent. Das ist auch nicht die Welt, aber also auch nicht für Kinder die Welt. Und ich denke, die ersten bekommt man sowieso umsonst, also die ersten drei Hefte kann man sich umsonst runterladen, dass man überhaupt erstmal dass man weiß, was einen zu erwarten hat. Oder dass die Kids da nicht ins Blinde reinlaufen, jetzt mit so einer Serie. Und also wir sind erstaunt, dass es so gut funktioniert und dass die ersten Abrechnungen jetzt nach einem halben Jahr also doch so erstaunlich hoch sind. Kann man das quantifizieren, also wie viele Downloads es gibt? Ja, man kann das quantifizieren. Also ich finde 200 Downloads im Monat viel. Das ist auf jeden Fall eine Menge. Ja. Doch, ja. Zum Vergleich, das gratis Comic-Tag-Magazin, das es kostenlos gibt, hat sich zwar auch über 5000 Mal runtergeladen, aber ja, wenn man das bedenkt, dass das eben ein Thema ist, das eigentlich in Anführungszeichen nur Nostalgie-Freunde ansprechen sollte zunächst mal. Also ich wollte, dass das auch sowieso als Classics reingestellt wird. Mhm. Und das ist gar nicht so überbetont worden mit den Classics. Das ist einfach die Serie Sigurd benannt worden. Und ich weiß nicht, also die Kids kennen es nicht, mit Sicherheit nicht. Es gibt keine Computerspiele, es gibt keine Filme darüber, keine Computerspiele. Das sind aber alles so Themen, also Medien, die ich also sehr gerne aufgreife und auch aufgreifen konnte. Denn mit Sigurd habe ich auch die Rechte an Konstantin verkaufen können, die also planen, die haben eine relativ lange Optionszeit, sich zu überlegen, was sie machen, wie sie es machen. Sind auch noch so zwei oder drei rechtliche Nüsse da zu knacken gewesen. Aber so wie ich das verstehe, wollen sie anfangen, das doch umzusetzen. Also als Kinofilm? Als Film. Also mehr weiß ich jetzt auch nicht, aber zunächst als Film, oder mehr will ich jetzt auch gar nicht, oder darf ich auch nicht wissen, aber als Film. Wobei es ja wirklich so ist, dass nostalgische Stoffe momentan hoch im Kurs sind. Ja, das ist, die werden auch teilweise sehr gut digitalisiert als Realfilme dann nochmal umgesetzt.
Und also ich würde mir wünschen, wenn das mit so einer Umsetzung her wie da ist dieser mit Richelieu, dieser Film gemacht worden, hier mit Christoph Waltz. Ne? Fantastisch. Ne? Was vielleicht die wenigsten wissen, du bist ja nicht hauptberuflich Comicverleger, sondern was machst du sonst noch so? Eigentlich bin ich Illustratorenvertreter, Manager, nenn es wie du willst. Also ich habe einen Pool von Illustratoren, die hauptsächlich also für die Werbung arbeiten. Mhm. Und das Main-Business ist also in dem Fall auch mehr die Storyboards und die Layouts für Commercials, also für diese Werbefilme, die man also zwischen 7 und 8 immer im Fernsehen anschaut, über Seife und über Putzmittel und über alles Mögliche. Das sind, um das mal kurz zu erklären, bevor also so eine bekannte Schauspielerin da engagiert wird, um die in der Küche immer einen Weg mit dem Spülmittel da irgendwie was abzuspülen hat, werden also jede Menge Einzelzeichnungen gemacht, um diesen Film zusammenzubauen, der 30 Sekunden dauert. Und der Kunde entscheidet letztendlich dann, welches. Die werden als Animatic zusammengebaut. Also das sind sogenannte Animatics, die dann entstehen, und die Agenturen, die stellen dann immer so zwischen 3 und 5 oder 6 Animatics her, um die dann dem Kunden zu präsentieren. Das sind sehr grobe Trickfilme. Und dann erst wird also die entsprechende bekannte Schauspielerin oder der Schauspieler engagiert, damit der Regisseur da nicht so, so lange dann rumdoktern muss und die also eine halbe Stunde Termin hat und dann also die ihren bestimmten Bewegungsablauf macht, dann kann sie wieder nach Hause gehen. Das ist immer noch billiger, das dann eben vorher als Animatic einzuzeichnen. Und der Regisseur hat sich dann also nach dem Animatic auch zu richten, wonach sich dann der Kunde entschieden hat. Das ist bei den Autos so, das sind ja auch sehr schnelle Commercials, die heutzutage da ablaufen. Das ist folgedessen muss also auch jeder Schnitt und jedes Bild sitzen. Aber das sind ja nun Dinge, mit denen du mit Sicherheit gut Geld verdienst. Wie kommst du denn dazu, dann ausgerechnet in den Comic-Bereich einzutragen? Naja, weil viele dieser Storyboard-Zeichner und Animatic-Zeichner eben auch Comic-Zeichner sind oder sein möchten. Ne? Also und teilweise auch erfolgreich sind. Also ich habe lange Jahre mit Uwe de Witt gearbeitet, der hat hier bei BLAB seine Hefte veröffentlicht. Und momentan ist es also der Christian Scharfenberg, der also auch einen Comic macht, wo er noch die Veröffentlichungsmöglichkeiten sucht. Aber die haben natürlich auch was zu erzählen. Also die können erstmal gut zeichnen, und wenn sie was zu erzählen haben, warum sollen sie nicht dann ihren Comic machen? Das stimmt wohl, ja. Und wie bist du denn überhaupt zu Hans-Rudi Oescher gekommen? Kam irgendwann mal auf das Telefonat, dass er vertreten werden möchte. Und zunächst habe ich auch erstmal gestutzt und gesagt, das geht nicht, wie soll ich das machen? Habe mir das überlegt, und eine Woche später haben wir dann telefoniert und gedacht, gut, ich stelle ihn extra und mache ihm gleich sofort eine Webseite, die er vorher nicht hatte. Und habe mit ihm auch relativ lange darüber geredet, dass ich ihn... Ich muss mal sagen, also das ist jetzt böse, was ich sage. Sein Verleger hat ihn vorher immer so wie Rex Gildo im Supermarkt da vor den Gemüsestand gestellt und die letzten Fans sozusagen zusammengetrommelt, um ihn zu ehren ihn da vorzuführen. Und das ist einfach nicht die Politik, die ich die erstmal so einen Menschen nicht verdient hat, einfach weil er sehr bedeutende Sachen. Also sehr bedeutend war für die 50er Jahre oder für die Kinder für die Kindercomics der 50er Jahre. Und weil ich auch der Meinung bin, dass das Material also nach wie vor also eine Verwertung verdient. Ne? Na gut, also ich bin jetzt mal gespannt, ob der Secret-Film rauskommt. Ja. Wie er rauskommt, ja. Wie er ausstrahlen wird. Man weiß es nie, vielleicht wird es ja auch ein Animationsfilm. Ist auch offen, die haben sich das offen gelassen. Also ich kann da jetzt, oder ich will, kann dazu jetzt gar nichts sagen. Vielleicht in einem halben Jahr später oder in einem Dreivierteljahr später. Aber es sind noch, also was mir noch nicht gelungen ist mit diesen Geschichten, sind die Computerspiele. Also das ist auch ein sehr umfassendes Feld. Aber ich würde gerne natürlich also so eine Sigurd-Saga auch als Computerspiel
mit allen Kniffen, allen Risiken, allen Schwierigkeiten, die darin vorkommen, einschließlich Tod und Teufel, mal so verwirklicht sehen. Als Point-and-Click-Adventure, ja, als Browser-Game? Ja, als Browser-Game. Ich mir das sehr gut vorstellen. Ich denke, als Browser-Game, das hat das eher eine Chance. Mhm. Ja, das denke ich auch. Ja, prima. Ich freue mich auf die neuen Projekte, weil das ist eben das, was einen guten Manager, denke ich, ausmacht. Oh, danke schön. Dass er wirklich neue Perspektiven eröffnet und nicht nur die alten weiterleitet. Ja, ich bedanke mich für das Lob und vielen Dank fürs Gespräch. Okay, danke schön.